Herzlich willkommen in unserer Stadt. Wir brauchen mehr Industrie, wobei ich mir gerade ernsthaft die Frage stelle, hier haben so viele rumgemosert, dass wir nicht genug Arbeitskräfte hätten. Ich meine, der hier hat schon alleine 7 überqualifizierte Arbeiter. Trotzdem heißt es, dass wir mehr Industrie brauchen. Ich verstehe nicht ganz, warum ich jetzt Industrie bauen soll, wenn es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass wir doch eigentlich nicht genug Leute haben. Verdammt, jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen wollte, bevor ich die Aufnahme starte. Und zwar wollte ich hier überall noch so ein paar Bäume hinsetzen, damit die Forstindustrie hier besser klarkommt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt Not tut. Aber so ein paar mehr Bäume für eine Forstindustrie sind sicherlich nicht verkehrt. Wir können ja gleich mal gucken, wie gut sich dieses Gebiet macht. Wir können auch hier noch Industrie reinsetzen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ressourcentechnisch. Ja, waldmäßig. Sieht hier total scheiße aus, sieht hier ganz gut aus. Sie könnte noch ein bisschen mehr. So ist es ja nicht. Bisschen mischbaummäßig. Mischbaummäßig könnten wir hier was machen. Damit wir hier, ich muss mir auch unbedingt als Mod, wäre natürlich auch geil, wenn wir eine Mod hätten, dass wir hier pinseln könnten. Und ich nicht jeden Baum immer mit jedem einzelnen Klick. Ich schlage hier nämlich schon fast meine Tastatur bald durch den Tisch durch. So abgenutzt ist der alleine vom Raufdrücken. Ja, auf jeden Fall müsste ich ja mit dem Pinsel auch nicht immer klicken, sondern könnte einmal langziehen. Sieht's ja schon besser aus? Oh ja, das ist schön. Gut, dann wollen wir das Gebiet doch mal freigeben. Für die Forstindustrie. Da. Mit, denn das Bedürfnis nach Industrie gestillt werden kann und keiner rummeckern könnte, wir würden ja nichts für unsere Stadt tun. Wahrscheinlich dürfen wir dann auch gleich nochmal wieder ordentlich Wohngebiet hier reinbauen. Irgendwo. Ob wir hier noch weitergehen, weiß ich nicht. Eigentlich müsste doch hier so das Agrargebiet anfangen. Na, hier würde das Agrargebiet anfangen. Da würde ich dann also hier so einen Schlenker drum machen. Es geht die Autobahn natürlich eigentlich so ziemlich mitten durch dieses Gebiet. Was ein bisschen blöd ist. Weil ich ja eigentlich dann hier oder hier könnte ich dann auch nochmal kreiselmäßig was hinbauen. Und nach da, ja gut, das kann man sich dann immer noch angucken. Gut, ich würde so sagen, wir lassen mal die Zeit weiterlaufen, damit wir auch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Also es wird gebaut, also es ist wirklich Industriegebiet gefordert. Auch wenn wir wahrscheinlich zu wenig Arbeiter haben. Ja, hier wird gut abgeholt. Naja, abgeholt. Toten irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Hat sich hier der Verkehr jetzt aufgelöst. Da noch nicht so, aber hier hinten. Hinten ist er nicht mehr so tragisch. Hier vorne ist er halt noch echt übel. Aber gut, das sollten wir auch in den Griff bekommen. Der Müll ist in den Griff bekommen.
Bahn, Zug können wir eh nicht bauen. Schultechnisch müsste ich hier oben eigentlich noch eine Grundschule hinbauen. Und noch eine Oberschule. Müsste hier irgendwo hin. Hier müsste eigentlich noch eine Oberschule irgendwo hin. Die könnte theoretisch hier irgendwo hin. Würde ich sagen. Oder hier so auf der Ecke. Und eine Grundschule müsste hier oben noch irgendwo auf der Ecke. Damit wir hier oben einen gut gebildete Leute hinbekommen. Wie sieht's hier aus? Hier sind alle dumm. Und hier sind auch einige Dumme. Was aber nicht so schlimm ist, wir brauchen die Leute ja für Arbeiter. Da sammelt sich schon wieder Müll an. Wie hoch ausgelastet ist die Mülldeponie? 1%. Das ist ja noch annehmbar. Ja, wenn die irgendwann voll sind, dann kommen hier Müllverbrennungsanlagen drin. Boah, die beiden sind nämlich im Grunde schon voll. Und dann kommen eher Müllverbrennungsanlagen hin. Da auf die Ecke. Und hier vielleicht auch eine hin, da mit. Sich der Müll etwas reduziert. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar Richtlinien. Recycling verringert Müllansammlung etwas, verringert Steuereinnahmen etwas. Soll ich ganz, ganz ehrlich sein? Ich bin eigentlich dafür, dass wir erhöht das Bildungsbudget um 25%. In den Schulen. Da ist eine Grundschule drin und eine Oberschule. Bei 25%. Ja, ist ja gut. Bei 25% müssten die eigentlich hier noch einen Schub bekommen, ne? Was das Aufnehmen von Leuten angeht. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Beziehungsweise hier ist eigentlich mülltechnisch ja nicht mehr so problematisch. Hier ist gerade leichentechnisch problematisch. Vielleicht sollte ich mal mich darauf einstellen zu sagen, es darf erst weniger gestorben werden. Hier fährt ein Leichenwagen. Und hier fährt ein Leichenwagen. Also Leichenwagen fahren. Wundert euch nicht, dass hier Leichenwagen steht. Ich habe ja eigentlich den Cadillac eingebaut. Der fährt auch noch. Anscheinend habe ich das Gefühl, dass aber nicht alle Autos durch die Mod-Autos ersetzt werden, sondern eine gewisse Menge immer noch Standardfahrzeuge durch die Gegend fährt. Patienten 217 von 500. Oh. Frühlingsholen. Ich würde mal sagen, auch wenn sich Steuereinnahmen etwas verringern werden, möchte ich doch bitte, dass ihr Recycling benutzt. Ja, Wasser- und Stromverbrauch. Wasserverfügbarkeit ist gut. Ah ja, und um die Abwasserklärung wollten wir uns eigentlich noch kümmern. Stromverbrauch 204 Megawatt, Stromerzeugnis 649? Warum so viel? 649? 512 Megawatt erzeugt dieses Wasserkraftwerk endlich. Ja, juhu. Das wurde ja aber auch mal Zeit. Er drückt zurück. So langsam. So langsam drückt das Wasser wieder Richtung Damm. Oh ja, ich meine 512. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal nicht drum kümmern.
Der Damm funktioniert immer noch nicht, weil hier kein Wasser zurückdrückt. Und ich nicht verstehe, warum nicht, weil eigentlich das Wasser von da oben kam. Aber hier drückt es, glaube ich, so langsam zurück. Hier. Schaut ihr, da kommt wieder ein bisschen was. Vielleicht wird der Damm ja doch noch in Betrieb genommen. So, ich wollte mich jetzt kümmern um was? WTF, um was wollte ich mich kümmern? WTF, WTF, la 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 la, WTF, WTF, la 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 la. Achso, ich habe euch gesagt, ihr sollt Recycling machen. Angedacht war, dass ich hier noch ein bisschen Zufriedenheit weitermache. Dann ist ja angedacht, wäre ja angefragt, ob ich hier vielleicht ein bisschen... Was sagt denn der Bodenrichtwert? 3. Oh. Was sagt hier der Bodenrichtwert? 0. Oh. Ja. Wir müssten vielleicht noch mal ein bisschen Wasser anschließen. Komm, dann kann ich hier aber jetzt auch wirklich, ne... die Dinger auch im Kreuz durch verbinden. Das ist ja sonst echt lächerlich. Ich habe das Wasser vergessen. Wie kann ich nur... Jetzt sitzen die Leute auf dem Trockenen. Ein Fauxpas. Können die Leute es wagen... zu trinken ist. Das geht ja gar nicht. Also, kann ja mal ein bisschen Wasser sparen und einfach gar nicht trinken, weil das würde der Umwelt viel besser zugutekommen. Ich meine, in jedem Land, in jeder Stadt gibt es Ökos. Warum muss denn da gleich sofort ein Verstorbener abtransportiert werden? Du kannst mir mal... Kann ich dich auch schon ab... Oh. Kann trotz Verstorbenen abreißen. Hahaha. Ja, da gehe ich später mal durch. So. Budgeterhöhung. Nein. Steuern. Für Industriegebiet. Möchte ich mal auf 13. Ich möchte mal alles auf 13 hochsetzen. Das setze ich auf 11 hoch. Das auf 10. Das auf 10. Und dann möchte ich jetzt mal gerne wissen... Da meckert doch schon einer rum, oder? Ach, wird nur von wenigen Kunden besucht. Dann möchte ich doch mal wissen, wer wo rummeckert von wegen... Bodenrichtwert ist nicht gut. Und so langsam müssen wir doch mal die Steuern erhöhen dürfen. Boah, hier sterben uns so viele Leute weg. Der ist mit 10 Autos unterwegs. Der ist mit 10 Autos unterwegs. Der auch. Keine Meckereien über den Bodenrichtwert? Sehe ich das richtig? Das finde ich cool. Da würde ich mal sagen, du kriegst als Richtlinie jetzt auch mal Recycling. Du kriegst auch Recycling. Du kriegst auch Recycling. Du auch. Hast du auch. Du hast schon. Du hast doch gar nichts gekriegt. Du kriegst auch Recycling. Du bist doch gar kein Gebiet, weil... Ganz ehrlich. Recycling ist angesagt, weil wir haben sonst eine viel zu hohe Müllproduktion. Da würden wir im Großen und Ganzen sonst irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Auch alleine, was wir ja an Fahrzeugen... Da muss man überlegen, wir haben ja hier überall Müllfahrzeuge herumfahren. Überall. Je mehr das werden, desto mehr ist natürlich auch auf den Straßen los. Und die sorgen natürlich auch wieder für mehr Verkehrschaos.
Und dieses mehr Verkehrschaos sorgt natürlich dann auch dafür, dass wir mehr Probleme haben, dass unsere Fahrzeuge nicht an ihren Bestimmungsort kommen. Das ist nun mal halt einfach so. Müllproduktion 194.000, oder? 195.000? Hey, großartige Stadt! Ein drittes Darlehen und wir können ein Solarkraftwerk bauen. Genau darauf folgte ich später hinaus. Als Hauptstadt können wir einen Hafen und einen Frachthafen bauen. Ah, endlich! Dazu brauchen wir aber noch 11.000 Leute. Dann können wir das endlich bauen. Dann kann ich nämlich den Frachthafen bauen. Wo eine Hafenroute verfügbar ist. Oh, kann ich das dann zum Beispiel nicht hier machen? Muss ich das dann hier machen? Wegen Hafenroute und so? Das wäre ja ganz schlimm. Dann wollen sie ja auch alle ganz nach drüben. Nein, ich hoffe, ich kann hier irgendwo was hinbauen. Ja, weil ich wollte ja hier dann den Frachter hinbauen. Den Frachter. Also den Frachthafen. So, dass die Leute vielleicht nicht mehr alle nach da oben wollen, wie die Bescheuerten auf die Autobahn, sondern sich das hier unten meinetwegen staut. Und dann, ja, kann das passieren. So, wir haben ja Strom. Wir haben ja 2169 Megawatt. Ja. Okay. Warum auch nicht? Du leistest gar nichts. Du bist ein richtig schlechtes Kraftwerk. Sag, will ich, dass du so viel leistest? Ausgleichsleistung 2336 Megawatt. 2384. Wird das noch mehr? Wird es vielleicht irgendwann weniger? Oder bleibt das jetzt stabil? Es scheint stabil zu bleiben. Wir haben 2400 Megawatt Produktion. Hier steht aber 2217. Hier steht aber Ausgangsleistung 2400 Megawatt. Wir haben im Grunde das Zehnfache an Produktion als an Verbrauch. Aber hier steht ja verfügbarer Strom. Muss ich das nicht einspeisen? Kommt das so automatisch? Weil dann könnten wir uns einen ganzen Haufen von den Dinger hier sparen. Aber hier steht Stromerzeugnis wirklich 2217 Megawatt. Wobei hier definitiv 2400 Megawatt steht. Und das sind so Zahlen. Irgendwas stimmt da nicht. Ach so, minus die 215 Megawatt, die verbraucht werden. Ach so, ja, klar, nein. Stimmt ja gar nicht. Warum sollte die runterrechnen? Der Stromerzeugnis bleibt ja gleich. Hä? Verstehe ich nicht. Ach so, jetzt fließt das Wasser darum. Warum fließt das Wasser so jetzt noch darum? Was soll denn der Scherz? Warum fließt das Wasser so rum? Dann muss ich hier ja auch einen Damm hinbauen. Damit das Wasser so und so rumfließt, oder wie?
Warum macht das hier... Warum fließt das denn da jetzt wieder ab? Das ist ja echt merkwürdig. Ja, jetzt haben wir das ganze Seuchenwasser bald bei uns hier drin, aber... Bisschen Abwasserrohr. Auch. Hier habe ich, glaube ich, nichts mehr. Ja, gut, okay, das fließt zurück. Meinetwegen. Soll mir recht sein. Gut, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge... Also wir haben hier... Also Strom haben wir genug. Werden wir uns vielleicht mal darum kümmern, dass wir einige dieser Windräder abbauen. Hier vor allem. Weil auch die uns, ne, Geld kosten und wir würden dann ja wieder eine ganze Menge Geld zurückbekommen. Och nö, da meckern die Erste schon wieder von wegen. Steuern sind zu hoch. Ach ja, Leute. Gering besiedeltes Wohngebiet hat ja noch 12% Steuern. Diese 12% sind in Ordnung, ne? Ja, so. Es sind immer noch 2400 Megawatt. Ich find's cool. Ich find's richtig cool, weil ey, wir sparen uns dadurch einiges. Aber bevor ich mich noch zwei... Ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Wir haben 2217 Megawatt Stromproduktion und ihr erzählt mir hier einen Scheiß von wegen, ihr habt keinen Strom? Ja, da bist du doch wieder irre. Hä? Was? Ey, mach mal keinen Lärm hier. So viel dazu. Ja, nächste Folge wollen wir mal hier alle verhauen, dass sie angeblich keinen Strom haben, obwohl wir so viel produzieren. Und ja. Ich habe keine Ahnung, warum die meinen, sie haben keinen Strom. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich betone nochmal, wir haben 2400... Naja, okay, wir haben 2217 Megawatt an Produktion. Und damit sage ich, bye bye.